ungezählte Male. Ja. Aber es war ja auch ein sensationelles Ereignis, sodass ich nicht verwundert bin, dauernd gefragt zu werden. Und ich erzähle auch immer die Geschichte. Nur manchmal denke ich, oh, muss ich es wieder sehen. Ja? Aber gut, es war toll und großartig. Frau Weißmüller war große Klasse, wie die das hingenommen hat. Das ist ja für eine Frau doch so ein bisschen peinlich. Und wenn die da so entblößt wird, die war ganz locker und hat gesagt, alle Frauen, die auf Reisen sind, haben immer 3 oder 4 so Perücken dabei. Also hat mit dem Affen noch ein bisschen geschäkert. Und, ja, und er hat sich ja ausgeschüttet vor Lachen. Der konnte sich ja kaum noch halten. Deshalb kam der Manager auch unmittelbar vor dem Auftritt und sagte, ich habe da eben hinter den Kulissen einen Affen gesehen. Der Weißmüller, wenn ihr ihm das zu früh gibt, haut er ab. Ihr müsst ihm das in die Hand drücken, wenn die Musik läuft, wenn er keine Chance mehr hat zu gehen. Und es passierte genau das, was Affen immer mit ihm machten. Die bissen ihn, der kratzte ihn, der biss ihm in die Hand, der bepinkelte ihn von oben bis unten. Aber Johnny, der hatte das ja nun oft genug erlebt. Und Amerikaner, die haben ja ohnehin immer so eine etwas locker und Sportler, eine lockere Art, damit umzugehen. Aber als sie jetzt dran war, das hat ihnen große, große Freude bereitet. Fußball-Weltmeisterschaft 78 Argentinien. Also Fußball-Weltmeisterschaft 70 Mexiko hat auf mich großen Eindruck gemacht. Schönes Land, nette Menschen, allerdings unendlich heiß, aber wunderschön. Aber was so diese Direkt-Reporter-Situation angeht, da habe ich dann live kommentiert aus dem River Plate Stadium in Buenos Aires. Und ich war der Gruppe zugeteilt, in der auch Argentinien spielte. Traumhaft. Du wurdest so mitgerissen von der Stimmung und von den 100.000, die da feierten und ständig Konfetti rieseln ließen. Ich musste gar nicht viel machen. Ich konnte auch gar nicht dagegen anschreien, sondern ich habe einfach nur Akzente gesetzt und bin da mitgegangen und es war herrlich. Sowas vergesse ich natürlich nie. Es gibt ungezählte Höhepunkte in den fast 45 Jahren, aber das brennt sich ein. Oder, also der Weißmüller ist klar. Nee, aber auch Dinge, die einen selber so mitnehmen und die einen so überengagiert fast machen lassen, die sind, deshalb liebt man auch diesen Beruf natürlich. Ne? Schwer zu sagen. Das kommt immer, also bei der Reporterrolle kommt es ja immer auf das Ereignis an. Und es kommt auch daran an, wie sich so ein Ereignis entwickelt. Also die Fußball-Europameisterschaft 1980 in Rom, als Deutschland Europameister wurde durch 2 Tore von Horst Rubesch. Da habe ich das Endspiel kommentiert. Das war natürlich berauschend, weil Deutschland ja nicht auf der Liste war zunächst mal. Und dann sich da so entwickelte und entpuppte. Ja, und dann... Ich hatte zu dem Jupp Derwall, zu dem Trainer, ein ganz gutes Verhältnis und auch so Rubesch, sodass ich dann runter bin von meinem Reporter-Sessel, als es zu Ende gepfiffen war, und bin dann in die Kabinen und kam dann auch hin. Weil wenn man über viele Jahre so einen Kontakt geknüpft hat und die einen sehen und sagen, ja komm, oder so, ja, das ist dann, das erleichtert so vieles, sonst musst du ja immer kämpfen und da durchbeißen Ordner und jeder, der einen Sicherheitsleute, die einen festhalten wollen. Ja, das war erhebend. Freundschaften wäre zu viel, aber Menschen, die einem zugetan sind und die man anrufen kann und kann von denen was wissen oder erfahren wollen, man kann die einladen, die kommen, ohne zu zögern. Und ja, auch außerhalb der Sendungen oder der journalistischen Tätigkeit gibt es ja immer wieder mal Ereignisse, die ich moderiert habe. Und dann habe ich die als Gäste gewinnen können.
Ja, oder Günther Netzer und Beckenbauer, so ist ja klar. Über die vielen Jahre, da lernt man sich näher kennen. Ja, vor allen Dingen deshalb, weil ich da erst mal darauf eingegangen bin. Ich wollte ja mich mal verändern. Und da haben die aber gesagt, nein, du bleibst hier und wir schaffen dir was. Dann haben sie mit Mühe und Not 8 Sendungen ins Programm gedrückt. Und mehr war nicht geplant. Nachher ist ja immer wieder gesagt worden, hat das nicht geschafft, musste es gab gar keine Wendeplätze. Wolfgang Penck war damals der Unterhaltungschef. Der hat gesagt, sind die verrückt, die anderen hier. Ich muss jetzt mir das aus den Rippen leiern. Hat er auch gemacht. Titel hatten wir auch nicht, haben wir beide erfunden. Und dann haben wir das alles selber gemacht. Ich habe die Gäste selbst eingeladen. Gut, jetzt war ich da routiniert, weil ich das für das Sportstudio auch fast immer selbst gemacht habe. Aber das war natürlich eine Heidenarbeit und aber Penck war jedenfalls an meiner Seite. Und da haben wir ja einiges auch zu Wege gebracht. Ja, ich habe mich mit ihm gut verstanden. Er hat am Anfang, war er auch etwas Kesser. Und dann kriegte er ab und zu mal Sprit von den Trainern, von den Bundesliga-Trainern. Oder von Nationaltrainern, weil also Berti zum Beispiel, der war da auch sehr empfindlich, aber aus seiner Sicht vielleicht auch zu verstehen. Aber sie haben natürlich auch zeitweise so gespielt, wie man nicht spielen sollte. Und das hat er dann am Anfang auch deutlich gemacht. Aber als die Kritik heftiger wurde und man in der Redaktion auch sagte, vielleicht kann man eine andere Wortwahl finden oder so. Da hat er das gelassen. Und dann wurde es schwieriger. Da musste ich das ihm so ein bisschen rausquetschen. Das war dann nicht so. Ich gucke jetzt nicht mehr so oft diese politischen Diskussionen. Ich brauche jetzt keine Namen zu nennen. Weil da immer, oder oft, nicht immer, oft dieselben, nicht nur die gleichen, dieselben Typen sitzen. Und das Gleiche sagen von dem, was ich schon vor einiger Zeit von Ihnen gehört habe. Aber sonst, ja, es gibt ja großartige, es gibt Aspekte beim ZDF. Es gibt die 37 Grad, super Sendung, wunderbar gemacht, auch tolle Themen. Natürlich alle Nachrichtensendungen auf beiden Kanälen, gucke ich. Bis spät. Ich bin ja mal vor einiger Zeit in der Pressekonferenz gefragt worden, wen ich denn mal gerne im Interview hätte, habe ich gesagt, Jesus. Ein Riesenaufstand. Aber ich hätte ihn wirklich gern mal als Gesprächspartner.